So, liebe Webinarteilnehmer, dann möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen. Arbitrage Trading ohne Verluste. Das ist eine Aussage, da weiß ich genau, habe ich mich sehr aus dem Fenster gelehnt, aber ich werde euch beweisen, dass das tatsächlich geht. Und in der zweiten Folie habe ich einfach mal. Das habe ich heute reingestellt. Habe ich kopiert aus dem Wirtschaftsanzeiger. Es ist zwar schon etwas her, am 6.3.23. Durch Trading zum Millionär. Profi-Trader verrät sein verblüffendes, einfaches Erfolgsrezept. Ja, was will ich damit eigentlich sagen? Was andere können, können wir auch nicht mehr und nicht weniger. Also es wird auch Wirtschaftsanzeiger, das ist eine Zeitung, die ist, da kann man nicht sagen, das ist irgendwie Scam. Heute ist es ja so schwierig, wo große Zahlen operiert werden, wird sehr schnell mit Scam und so weiter und so fort gehandelt. Und ich sage einfach, hier wird das in einer öffentlichen Zeitung dargestellt. Und warum können wir nicht auch mal in solchen Größenordnungen sprechen? Damit will ich nicht gesagt haben, dass ja jeder, wenn er das macht, Millionär wird. Okay. Also, ich denke, wir sind auch in einem kleineren Kreis heute hier und jeder kennt mich, dass mein Name Sigmund Schröder ist, das hat sich rumgesprochen. Und ich möchte hier nochmal ganz klipp und klar sagen, mein Hauptprojekt ist Cryptex. Cryptex ist und bleibt mein Hauptprojekt. Gehe aber heute hier nicht auf Cryptex ein, nur damit das auch jeder weiß. Die andere Seite ist die, ich habe in meinem, sagen wir mal, bisherigen Leben eigentlich immer mit Erfolg auf zwei Beinen gestanden und das mache ich natürlich auch hier. Was dazu kommt, ist, dass ich seit, und der eine Kollege hat ja jetzt auch vorhin gerade bestätigt, vor vielen Jahren habe ich begonnen oder seit mehr als 20 Jahren bin ich im Trading unterwegs, habe da ganz mal angefangen im klassischen Trading mit Währungspaaren, Euro, US-Dollar und was es da alles gibt. Und habe dann natürlich auch irgendwann mal Arbitrage-Trading kennengelernt. Und das Arbitrage-Trading gibt es schon seit langer Zeit. Also nicht erst seitdem es Boomerang gibt. Ja? So, und neu ist, und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte, das ist die Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Was möchte ich euch heute darstellen? Erstens Grundlagen Arbitrage-Trading und zweitens Kauf einer Lizenz. Und da habe ich zwei Punkte vorbereitet, Einrichtung von MetaMask und Kauf einer Lizenz, ja, Schreibfehler immer noch drin, bei was. So, und dafür habe ich jetzt zwei Videos, ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, reingenommen, das ist von den Kollegen und die machen das hervorragend. Warum soll ich mich da hier abmühen, wenn mir einfach das Video, das dauert 2 Minuten, 3 Minuten und das lasse ich hier abspielen und damit wissen wir, und da das ja auch eine Aufnahme ist, kann das jeder nachverfolgen. So, und dann schließe ich Trading mit der Plattform Boomerang. Dazu werde ich aber dann zu gegebener Zeit noch einiges sagen. Erstmal nochmal Vorbemerkung. Da ich ja vorhin gerade gesagt habe, ich bin seit Jahren im Trading-Geschäft unterwegs und da hat man immer wieder gehört, und das war auch so, das war richtig, zum Trading gehört Verlieren. Ja? Wer also nicht verlieren kann, soll einfach nicht zum Trading kommen. Das ist so. Ja? So, aber das, was ich heute hier vorstelle, nämlich Arbitrage-Trading, da gilt das nicht mehr. Das ist das Verrückte. Und das werde ich versuchen zu beweisen, damit ihr das verfolgen könnt und sagen, okay, der Schröder hat recht. Hinzu kommt erstens, was ich vorhin auch bereits gesagt habe, die künstliche Intelligenz. Ich weiß, und es soll auch keiner schmunzeln, oder ja, schmunzeln könnt ihr alle zusammen. Jetzt hängt sich der Schröder plötzlich mit Intelligenz, künstlicher Intelligenz aus dem Fenster. Okay, es machen viele. Viele reden auch bloß davon. Ich kann sagen, ich habe mich seit vorigem Jahr, das ist im ja, November, Dezember 22 auf den Markt gekommen. Ich habe mich im Dezember 22, Januar ausführlicher vorigen Jahr 23 mit KI beschäftigt. Ja? So, ich will damit nicht sagen, dass ich das KI voll begriffen habe, weil es ja auch in einer unwahrscheinlichen Entwicklung ist. Also was sich da innerhalb eines Jahres hier entwickelt hat, das ist der blanke Wahnsinn. Und da kann man auch ganz schwer immer auf dem Laufenden bleiben. So, das Wichtige ist, dass es die optimalen Bedingungen, die werden mit künstlicher Intelligenz.
Ansonsten früher musste ich halt immer recherchieren, bin ich von einer Plattform zur anderen gehüpft, so nenne ich es mal, habe dort optimiert und habe dort die besten Bedingungen rausgesucht. Das macht mir heute automatisch die künstliche Intelligenz. Dann gibt es die Plattform oder das Projekt oder die Software Boomerang. Und dort ist es so, dass in einem Plateau, das habe ich hier unten mal als Bild dargestellt, so sieht es auch dann aus, eine optimierte Auswahl von Handelsbarren und mit Anzeige der Profitrate zur Verfügung gestellt wird. So, das läuft automatisch ab, wird ständig aktualisiert und ich als Trader, und das ist mein persönlicher Anteil, und deswegen gefällt mir das Projekt, kann entscheiden, welches Währungspaar ich trade. Und das ist ganz wichtig. So, und da jetzt auch nicht nur das Währungspaar, sondern das kann man hier vielleicht schwer erkennen. Hier unten steht so eine grüne Zahl, da steht der Profit. Ja? So, und da sollte man auswählen, Währungspaare, die über 1% liegen. Ich habe inzwischen ja 20 Trades gemacht und in den 20 Trades habe ich ja, mehr als 90% Trades über 1% gemacht. Das geht automatisch. So, und der letzte Satz drittens, vom System her werden negative Trades nicht zugelassen. Also wenn dann, ich gehe so ein Trade ein, wie das gemacht wird, das sage ich euch dann nochmal. Und wenn ich den Trade, da wird unten dann angezeigt, rot, negativ. Wenn ich das anklicke zum Aktivieren, wird mir gesagt, Trade ist nicht zugelassen. Ja, läuft natürlich alles auf Englisch, aber ich kann mir das ja auch in Deutsch übersetzen. Das ist nicht das Problem. Steht aber unten rechts grün. Dann läuft der Trade durch. So. Und dann kommen aber noch ein paar Parameter, die ich euch dann im Nachhinein noch zeigen werde. Wichtig ist, dass wir darüber Bescheid wissen, dass wir uns in einer sogenannten Beta oder Vorbereitungsphase oder wie man das alles nennt, Pre-Launch, da gibt es ja nur viele Bezeichnungen und so weiter. Eigentlich alles ist eine Vorbereitungsphase aus meiner Sicht und auch das, was ich seit, ja, gerade mal 10 Tagen oder wie viel erlebt habe. Und ab März soll das Projekt scharfgestellt werden. So, gleich die Bemerkung vorweg. In einer Beta-Phase, und ich finde das gut und richtig, dort wird natürlich viel experimentiert. Dort bricht auch mal das Projekt ab. Dort stürzt das ab. Dort wird es auch mal von der Plattform genommen und da steht drauf, wir befinden uns in einer Umstellung und ihr könnt momentan nicht traden. Okay, wir befinden uns in der Übungsphase. Und das muss man einfach akzeptieren, da nützt es ja nicht, wenn ich rummeckere. Ich wollte auch gestern ein Trade aufnehmen, ein Live-Trade. Deswegen kann ich euch heute noch kein Live-Trade vorstellen. Das wollte ich gestern machen. Und ich war so gut wie fertig, krachte das Ding zusammen. War ich natürlich erstmal sauer, aber es ist so. Aber die Parameter jetzt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ab März bekommen wir 150.000 Dollar Tradingvolumen zur Verfügung gestellt. Momentan in der Übungsphase haben wir 1.500 Dollar Tradingvolumen. Ich weiß auch, dass der ein oder andere dabei ist aus der Strecke Trading mit dem MetaTrader und so weiter. Dort ist es ja genauso. Ich lege als Trader fest, mit welchem Volumen trade ich. Trade ich wie heißt denn? Ich habe es ja fast schon wieder vergessen. Ja, jetzt fällt mir es gerade nicht ein, vorhin war es noch da, aber egal, oder mit 0,1. Das lege ich fest. Und hier wird mir das zur Verfügung gestellt, genauso. Und auch beim klassischen Trading gibt es ja Hebel. Es gibt Hebel, 300er Hebel, es gibt 500er Hebel. Ich habe schon Broker gesehen, die 1000er Hebel zur Verfügung stellen. Ja? Und hier werden mir 150.000 Dollar Tradingvolumen zur Verfügung gestellt und ich kann pro Trade maximal 1.500 Dollar Tradingvolumen einsetzen. Also reine Mathematik, 1.500 Dollar Tradingvolumen durch die 150.000 Dollar Tradingvolumen insgesamt ergibt es also maximal 100 Trades, die ich machen kann. Ja? Ich kann aber auch mit 1.000 Dollar Tradingvolumen reingehen. Da kann ich 150 Trades machen. Ich kann mit 500 reingehen, ja? Aber maximal, das ist ja eine theoretische Rechnung, die dann jetzt in der Übungsphase bereits funktioniert, ja? Und in der heißen Phase natürlich erst recht und dann mit diesen Größen. Es werden nur positive Trades gemacht. Durch die manuelle Auswahl des Trades suche ich nach Trades, deren Profit größer 1% ist. Hatte ich vorhin schon mal gesagt. 1.500 Trading-Volumen.
Siehe zweitens, siehe drittens, entspricht 1000, Quatsch, Entschuldigung, $15 Profit pro Trade. $15 Profit pro Trade, wenn ich 1500 als Trading-Volumen einsetze. Ja? So, und das kann ich ja dann hochrechnen. $1500 Profit pro Trade mal 100 Trade ergibt $1500 Profit. Jetzt kommt eine Aussage, da lehne ich mich sehr, sehr weit aus dem Fenster und ich bin am Überlegen, ob ich das ändere oder entschärfe das Ganze. In der Übungsphase habe ich gesagt, dauert so ein Trade 2 bis 3 Minuten. In der Regel länger, länger, weil in der Übungsphase jetzt stürzt das gesamte System ab, finde ich nicht das richtige Währungspaar, ich muss suchen. Während ich gesucht habe und das Trading-Volumen eingegeben habe, hat sich das alles wieder verändert. Denn eins ist Fakt, Trading und natürlich auch erst recht Arbitrage-Trading ist eine schnelle Sache. Und da kann sich ganz schnell was ändern. Ja? Also diese Zeitangaben, die sind sehr gewagt und bedeuten auch, und das ist wieder der Vorteil, wenn ich jetzt im Februar geübt habe und ich habe ja schon eine reichliche Woche geübt. Ja? Und ich meine, ich kann hier traden, kommt mir zu Hilfe, weil ich ja schon ein paar Jahre getradet habe. Ja, dann kann ich das. Aber wenn er dann neu einsteigt, also da ist es gewagt von 2 bis 3 Minuten oder womöglich ist ein Trade in 1 Minute möglich. Also da diesen Satz streiche ich. Ja? Daraus folgt natürlich wieder Mathematik. 100 Trades, durchschnittlich 2 Minuten sind 200 Minuten Tradingdauer, also 2 bis 3 Stunden. Aber bitte, nagelt mich nicht. 2 bis 3 Stunden kann der Rentner machen, so wie ich. Aber der berufstätig ist oder der sonst was noch macht, der hat natürlich nicht die Zeit und Zimmer, wie ich gerade gesagt habe, das ist sehr, sehr optimistisch. Also lassen wir uns einfach mal einen Tag, wo man das machen kann. Ja? Der eine schafft das an einem Tag, der andere braucht dazu eine Woche. Aber das entscheidet jeder selbst. Es kommt eine Routine dazu, es kommt die Zeitfrage dazu und da kann man theoretisch hier was machen, aber ich werde da vorsichtig. Ja? So, und wichtig ist die Aussage siebtens, ich kaufe jetzt eine Lizenz in der Beta-Phase und habe damit die Berechtigung erhalten, auch in der Live-Schaltung, in der Scharfschaltung im März diese Lizenz zu verwenden. Also ich muss nicht im März eine neue Lizenz kaufen. Die Lizenz kostet $500, das sage ich auch gleich vorab. So, und die muss ich nicht sag ich jetzt mal, im März neu kaufen. Ich kann aber im März neu kaufen, nämlich wenn meine 150.000, ich sag mal, vorbei sind. Also habe ich vertretet, weil das wird immer abgeschrieben. Na? Wenn ich anfange mit 150.000 und ich trade mit 1.000, da lässt sich besser rechnen, deswegen sage ich 1.000, mache ich einen ersten Trade mit einem Trading-Volumen von 1.000, habe ich nach Abschluss dieses Trades $149.000. Trading-Volumen übrig. So, und nun mache ich meine 100 Trades. Also am Ende habe ich kein Trading-Volumen. Trading-Volumen ist null. Das heißt, entweder ich höre dort an der Stelle auf, das ist die Konsequenz, und lasse mir die 1500, das ist jetzt wirklich alles plus Durchschnitt, die 1500 auszahlen, mache mir einen Urlaub oder weiß der Kuckuck, was ich dann mache. Ja? Oder ich nehme 500, um mir eine neue Lizenz zu kaufen und 1000 für meinen, ja, irgendwas zu machen. Ja, das muss wirklich jeder wieder selber entscheiden. So, was ist eigentlich Arbitrage? Hatte ja schon das eine oder andere gesagt. Das ist nichts anderes, als dass ich ja, verschiedene Börsen vergleiche. Ja, es ist ganz, ganz einfach. Ihr wisst, inzwischen gibt es tausende Börsen. Ihr wisst, Bitcoin. Bloß mal ein Beispiel Bitcoin. Ich will das mal theoretisch darstellen. Bitcoin wird gehandelt an Binance, das ist die größte Börse, kennt vielleicht jeder. Bitcoin wird an Ogress, das ist die zweite Börse. Bitcoin wird an der Börse Y, also drei Börsen, gehandelt. Und wenn ich diese drei Börsen hintereinander mal aufmache, ja, auf meinem Bildschirm, sehe ich garantiert, das ist garantiert, bei keiner Börse die gleiche Größenordnung. Also der gleiche Kurs. Es sind immer unterschiedliche Kurse. Und jetzt gibt es eine Regelung und
die ist gültig seit dem, auch in den 90er Jahren schon, wo getradet wurde. Früher wurde ja auch getradet, natürlich mit Aktien und so weiter. So, aber es wurde auch Ende der 90er Jahre schon getradet. Gibt es eine klassische Regel bei hoch einsteigen und bei tief kaufen. Quatsch, bei hoch aussteigen und bei tief kaufen. Das ist eine Regel. Die muss man einfach wissen und die hat selbstverständlich hier Gültigkeit. So. Mehr ist es nicht. Noch was mal zu den DeFi-Flash-Darlehen. DeFi, dezentrale Finanzen heißt das. Das kann jeder hier lesen. Ich kann aber nur empfehlen, DeFi-Flash-Darlehen, Leute, ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier durchkauen. Wer sich dafür im Detail interessiert, geht zu Google. Das sind solche Begriffe, die sind nicht hier für Bumerang entwickelt worden, sondern die gibt es in der Welt der Krypto. Genauso wie es Staking gibt. So, bei anderen Projekten spielt Staking eine große Rolle. Was Staking ist, das ist nicht für dieses Projekt gemacht worden, für die anderen, sondern das gibt es als eine Möglichkeit, als Werkzeug. Und genauso gibt es dieses DeFi-Flash-Darlehen. So, was es ist, macht euch sachkundig. Ich habe hier mal die Folien, die könnt ihr ja in der Aufzeichnung lesen. So, wichtig ist, wer stellt denn dieses Geld, und das ist halt Geld, 150.000, ja, das wird nicht eurem Konto gut geschrieben und morgen könnt ihr es abheben und dann sagt er über die sieben Berge, geht nicht. Ja, das wird nur detailliert für den Trade zur Verfügung gestellt und für diesen Trade, sobald der Trade beendet wird, wird es wieder zurückgenommen. So, und das sind Unternehmen, die das Geld zur Verfügung stellen, die haben genau das Projekt geprüft, wer ist Bumerang, wer steht dahinter? Und die erhalten für jeden Trade 0,05%. So, und das ist natürlich, ja, das ist das Thema der großen Zahlen. Wenn ich natürlich 1 Million Trades mache, und das ist bei solchen Projekten einfach so gang und gäbe, und ich bekomme dafür als Geldgeber 0,05, da könnt ihr euch ausrechnen, wie viel die da in der Stunde, am Tag, im Monat, im Jahr verdienen. Sehr, sehr viel Geld. So. Aber das nur, um euch das verständlich zu machen. Kommen wir zu dem Thema, was ist Voraussetzung? Das Thema 2, kaufen der Lizenz. Ich muss als erstes ein sogenanntes MetaMask Wallet einrichten. Das ist euch mit Sicherheit schon mal über den Weg gelaufen, MetaMask. Das ist auch eine Sache, die gibt es seit Jahren, sehr zuverlässig, wer daran zweifelt und so weiter und so fort. Also da hat irgendwo ein Zahn der Zeit vergessen. Das gibt es seit Jahren. Seit Jahren ist mir das über den Weg gelaufen, bin aber auch so weit, dass ich seit 2, 3 Jahren gar nicht mehr angewendet habe, musste jetzt auch wieder nachgucken. Und ehe ich das jetzt hier erkläre, gibt es ein Video und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich habe hier dieses Video mal reingegeben und will das einfach mal hier abspielen. Momentan ist es dunkel. Ich hoffe, das muss nämlich jetzt im Hintergrund laden. Das habe ich jetzt schon mal ausprobiert. Aber es dauert verdammt lang. Wenn das jetzt nicht geht, dann gehe ich hier einfach mal galant drüber weg. Und in der Aufzeichnung könnt ihr dann hier das Video klicken und dann hier draufklicken. Das kann sein, dass das jetzt hier im Live nicht funktioniert. Ah, es hat sich ein bisschen geändert. Ich gucke einfach mal nochmal hier Video klicken. Nee, tut sich nichts. Schade, schade, schade. Aber das kann verschiedene Ursachen haben. Ah, ich mache das erste Mal in der Form, dass ich in meine Folien ein Video einbette und das muss ich im Hintergrund hochladen, das Video. So, und das dauert. Auch wenn das Video nur 2, 3 Minuten lang ist. Aber das dauert. Das ist nie üblich, dass man in solchen Folien ein Video macht. So, das ist die eine Bemerkung. Die zweite Bemerkung ist die, ich bin umgezogen, ich wohne jetzt in Freiberg und dort, wo ich wohne, ist das Internet nicht gut. Also das kann ich gleich so deutlich sagen. Und ja, ich muss aber damit leben. Ich muss einfach damit leben. So, und das ist wahrscheinlich das, was mir jetzt auf die Beine fällt. Mal sehen, ich gehe mal vorwärts. Da wäre das zweite oder noch eine Bemerkung. Wenn ich dieses MetaMask geladen habe, muss ich zwei Sachen unbedingt machen. Aber das wird in diesem Video ganz klar Schritt für Schritt erklärt.
So, und ich kann nur sagen, hier steht es nochmal ein sehr gutes Video. Guckt euch das an in aller Ruhe zu Hause. Wer dort noch nicht zu Rande kommt, kann mich da immer gerne fragen. Aber wichtig ist, ich kann das einstellen. Da gibt es hier links, hier oben, bei den einen steht es ja meistens links, dieses sogenannte Polygon-Mindnet. Ja, da gibt es verschiedene Netzwerke und ich muss dieses Polygon-Netzwerk. Das klicke ich bloß an und damit ist das erledigt. Also keine große Sache, muss ich nicht einrichten, sondern anklicken, fertig aus. So, und dann muss ich einen sogenannten Haustoken, der nennt sich Matic oder Matic, wie es ausgesprochen wird, für dieses Polygon, den muss, das ist der Gebührentoken. Denn auch ich muss beim Treten Gebühren, aber jetzt sage ich gleich, die Gebühren sind im Centbereich. Ja, die sind im Centbereich, ja, da kann ich lange für 10 Dollar jetzt mal umgerechnet, kann ich lange treten. So, und die muss ich aber draufladen. Das heißt, ich muss einen bestimmten Betrag, 10, 15, 20 Dollar, in diesen Token auf MetaMask aufladen. Und wer hier neu einsteigt, dem bezahle ich diesen Token im Wert von 10 Dollar. Schicke ich einfach drauf, er gibt mir seine Adresse und fertig, los geht's. So, ich gehe noch mal kurz zurück. Nee, ist also immer noch dunkel. Okay, jetzt kommt das nächste. Es gibt eine sogenannte WAS-Plattform. Diese WAS-Plattform gibt es auch schon länger, seit einem guten Jahr. Die stellt Produkte bereit unter dem Gesichtspunkt, dass wenn ich das vertreibe, auch eine gewisse Provision erhalte. Das muss ich jetzt klipp und klar sagen. An der Stelle ganz klar der Hinweis, keiner ist verpflichtet, Affiliate Marketing oder Network Marketing oder wie es nun heißt, also Teamaufbau zu machen. Der eine macht's, weil er im Hintergrund, so wie ich, ja, inzwischen mehr als 1000 Leute stehen habe, aber die in unterschiedlichsten Bereichen unterwegs sind. Ja? So, also interessiert es mich, mache ich's. Wer es nicht macht, den interessiert es nicht. Aber ich kann diese Plattform nutzen und sollte es nutzen, um die Lizenz zu erwerben. Das ist das Wichtigste, dass ich bei das auf dieser WAS-Network, da ist immer ein Reflink dahinter. Und man kann das anklicken und dann geht es schon los, dann meldet man sich an. So, und hier wieder das Gleiche. Es ist schwarz leider. Es funktioniert also nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe, dass hier ja, das angeklickt wird. Schade, schade, aber ich muss da mich durchkämpfen und ich mache ja morgen wieder ein Webinar und werde mich da sachkundig machen. Okay. So, wenn ich jetzt diese Lizenz, die 500 Dollar kostet, mit der ich jetzt 1500 bereitgestellt bekomme, um zu treten, um zu üben, also das Spielgeld, ab März 150.000 Dollar, also das Hundertfache, ist es ganz wichtig, wenn ich diese Plattform Beta Boomerang trete, dann ab März heißt die wahrscheinlich Boomerang trete, also das Beta weg, ist es wichtig, dass ich das mit hier oben erfolgt, nämlich Connected Wallet mit MetaMask connectiere. Ja? Blauen Button klicken. So. Und wenn ich den geklickt habe, sieht es dann so aus, ist der rote Button. So. Ich habe das mit Folie gemacht, weil wenn ich jetzt hier mein Boomerang-Konto öffnen würde, bei diesen ganzen Internetgeschichten, wir haben es ja vorhin gerade gesehen, schwarz, deswegen habe ich das mit Folie gemacht. Und ich denke, das ist sehr eindeutig. Und ich im Vorgespräch haben wir uns ja schon unterhalten. Also ich kann jeden und würde das sehr gerne machen, helfen, dieses MetaMask einzurichten und dann natürlich dann auch zu aktivieren. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, geht das über, sage ich jetzt einfach mal, wie das Autofahren. Auch jeder, der mal eine Fahrschule gemacht hat, weiß das. Am Anfang böhmische Dörfer, Bahnhof. So, macht man, fährt man Auto. Ja, manche können heute noch nicht Auto fahren, aber wenn man Auto fährt, dann weiß man, was man zu machen hat. Kupplung, Gänge reinlegen und so weiter und so fort. Ja, weiß also jeder. Okay, gut. Gehen wir weiter. In dieser Plattform, das ist das Konnektieren, was ich jetzt gezeigt habe, steht links drei Tabs. Einmal D-App, dezentrale App heißt das, Transaktion History und Market Opportunities. Das sind drei Links, die sind wichtig für die ganze Arbeit. Ja? Mit der D-App, wenn das auf, das sind Links, hier ist das natürlich jetzt nie unterlegt mit Links, geht ja darum, ich will euch diese Plattform Boomerang dreht, also Beta, darstellen.
Wenn ich die App aufrufe, ich zeige es euch dann gleich nochmal, meldet sich eine Oberfläche, wo ich dann später treten kann. Das zweite, Transaktionshistorie, das ist der Name schon, da werden alle meine Trades, die ich bisher gemacht habe, aufgeführt. Ja, damit ich das auch nachverfolgen kann. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn jetzt getradet? Und das ist mit das Wichtige, Market Opportunities. Hier werden alle Währungspaare aufgezeigt auf dem Handy. Ich trade inzwischen mit dem Handy. Viele sagen Schröder mit Handy. Ich bin bisher immer ein Fan oder ich mache eigentlich alles mit Computer, aber inzwischen arbeite ich mit Handy. Ich trade mit dem Handy, weil es so einfach und weil es auch sicher und gut geht. So. Und da läuft ab, da läuft wie ein Film natürlich langsam, die verschiedenen Währungspaare werden angezeigt, wie so ein Laufband geht es. Und ich merke mir die, aha, jetzt kommt ein Währungspaar, da steht da Profit 1,2%. Also das suche ich mir mal raus. Zum Beispiel US-Dollar und ein zweites Währungspaar. Da gibt es ja auch tausende Währungspaare. Die werden Ihnen alle hier aufgezeigt. Ja? Und ich kann dann ja, in aller Ruhe auswählen, mit welchem Währungspaar ich trade. Aber wichtig ist, ich suche mir ein Währungspaar raus, was nicht 0,3% Profit verspricht, sondern 1, Profit verspricht. Ja? Aber das ist dann die Praxis. So sieht diese D-App aus, wenn ich das auf, ja, hier steht nochmal hier oben, das sind diese drei D-App, Transaktionshistorie, Marktchancen, ich habe das in Deutsch übersetzt hier. So, der linke Teil, das ist Statistik, hier wird angezeigt, welchen Trade ich aufgeführt habe, das steht dann hier drinnen. Und der rechte Teil, das ist das Wichtigste. Hier gebe ich dann die Währungspaare ein, ja, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Das ist ein Pfeil. In der Praxis klicke ich dann auf diesen Pfeil und da werden mir die Währungen angezeigt. Dann tue ich die Menge eingeben, also das Trading-Volumen. In der heißen Phase gebe ich dort 1500 ein oder 1000 oder 500. Jetzt kann ich natürlich, ja, ich habe 1500 zur Verfügung. Da war immer so mein Trade, den ich gemacht habe, zwischen 100 und 200. Ja? So, dann suche ich mir unten das zweite Währungspaar raus. Das suche ich, das tue ich bestätigen, fertig, aus, läuft. Und dann ganz rechts unten, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, da steht dann, wenn ich das bestätigt habe, eine rote Zahl. Da brauche ich gar nicht weitermachen. Ich kann die ja draufklicken, aber da wird mir gesagt, abgelehnt. So, und wenn eine grüne Zahl da steht, die sollte natürlich auch bei 0,9 oder 1, liegen, dann mache ich diesen Trade. Und dann wird mir das, was ich getradet habe, nämlich mit dem Trading-Volumen, diese 1, Prozent in mein MetaMask übertragen. Ja? Also der Wert des Währungspaares, mit dem der gewonnen hat sozusagen, also zum Beispiel US-Dollar, geht rüber in mein MetaMask und dort kann ich sogar tauschen, swappen auf Hochdeutsch und ich habe das dann in der Währung, die ich dann rüberziehen kann und wo ich dann am Ende ach, hier kommt wieder einer rein. Ja, Dollar habe. Okay, das ist mal das zweite hier, Transaktionshistorie. Das ist mal einfach ein Auszug von meiner Transaktionshistorie. Aber das ist auch schon wieder fast eine Woche her. Ne? Also das sind meine Trades und hier seht ihr nur grüne Zahlen. Es gibt keinen roten Trade. Also wenn ich dran denke, mit unserem Metatrader, ja, wenn wir da getradet haben, wie oft sind da, und haben wir uns hinterher schwarz geärgert, Trades plötzlich in die andere Richtung gelaufen. Und deswegen habe ich auch vor 3, 4 Jahren mit Trading aufgehört, weil mir es zu, ja, zu unsicher war. Wenn irgendeiner auf Deutsch gesagt einen Furz gelassen hat auf dieser Welt, wirtschaftlich oder politisch, hat sich alles geändert. Ich gehe immer mathematisch ran an das Ganze. Ja? Das heißt, ich habe mir es mathematisch analysiert, ich habe Indikatoren, das ist Mathematik, das habe ich verwendet. Aber wenn dann irgend so ein Scheiß passiert und einer lässt da was los, und es geht noch in die andere Richtung und ich kann es nicht begründen. Ja, da hilft mir meine ganze Mathematik nicht. So, aber hier, Arbitrage Trading, ist es ganz anders. Und das hat nicht was mit Bumerang zu tun, sondern das ist Arbitrage Trading. Bumerang ist die Oberfläche, die mir zur Verfügung gestellt werden. Ja.
So, und ihr seht, das sind schon zwei Seiten, die ich dann hier gemacht habe. Aber wie gesagt, so. Und das ist dieses dritte, das habe ich vorhin euch schon mal gezeigt. Hier sieht man es gleich noch ein bisschen deutlicher. Das sind halt dann die Währungspaare. Und das sind vielleicht auch verrückte Währungspaare. Aus dem klassischen Trading kennen wir US-Dollar, japanischer Yen oder Euro-US-Dollar. Hier sind das natürlich Kryptowährungen. Ja, und das sind manchmal ganz verrückte Zahlen, die, ja, wenn man da mal geübt hat, und deswegen ist diese Beta-Phase so sehr, sehr wichtig. Und ich kann nur jedem raten, jetzt in diese Beta-Phase, ich komme dann nochmal zurück, hat auch noch andere Vorteile, jetzt einzutreten und zu üben. Ja, die Lizenz verfällt nie. Die wird mit dem gleichen Geld im März neu, nämlich jetzt mal vorab. So. Wichtig ist dann, hier steht immer diese grüne Zahl, der zu erwartende Profit. Und da wähle ich mir, wie gesagt, ein Währungspaar aus, was größer 1% hat. Ja, funktioniert nicht immer, deswegen vorhin meine Zeiteinschätzung, wenn da angezeigt wird 0,8%, ja, dann trete ich an der Stelle nicht. Aber das hat dann natürlich dann auch 3 Minuten gedauert oder 5 Minuten. So, und dann mache ich einen zweiten Trade. Und da passt es auch wieder nicht. Also sind schon 10 Minuten rum und deswegen die Zeiteinschätzung sehr vakant und ich nehme die auch raus und erkläre das jetzt auch. Versuche ich auch zu erklären. So, und hier sieht man das mal. Nochmal die rechte Seite. Ich fange an mit Treten. Hier klicke ich drauf. Das sieht man ein bisschen größer. Ja, das ist meine Balance. Ja, ihr seht das, 1500 habe ich zur Verfügung gestellt. Und hier, das ist auch schon alt, momentan habe ich noch 400 und noch was stehen. Also stehen hier noch 741. So, ich suche hier ein Währungspaar raus, gehe auf das Trading-Volumen, in der nächsten Folie sieht man das, und suche hier unten dann das zweite Währungspaar raus. Das sieht man dann in der nächsten Folie. Hier habe ich mal USDC rausgesucht. Ja, das seht ihr hier oben, ist ein bisschen schlecht, ein bisschen klein. So, ich habe das Trading-Volumen, nämlich 50 US-Dollar als Beispiel jetzt bloß. Ja, so, und dann habe ich das zweite Währungspaar, das ist das sogenannte WETH, also WET. So, wenn das so ist und hier unten wird grün angezeigt, hier seht ihr das, das ist natürlich eine blöde Zahl, aber ich wollte das ja nur aufnehmen, um euch zu zeigen, wie getradet wird. 0,1 mache ich, den Trade habe ich gemacht. Aber nur um zu demonstrieren. So, und dann habe ich auf Confirm gedrückt und wusch, wups, geht der Trade los. So. Und die nächste Folie zeigt das. Das ist das dann, was in der Auflistung aller meiner Trades drin steht. Na, hier seht ihr nochmal einmal die Transaktionshash. Das heißt, das ist was für Spezialisten, braucht ihr nicht zu wissen oder nur wer es wissen will. In einem Jahr weiß es jeder, was das bedeutet. Das bedeutet, dass das in der Blockchain steht. Und wer mir hier erzählt, dass das gedruckt ist oder sonst was, das kann ich in der Blockchain nachverfolgen. Und Millionen Menschen beschäftigen sich inzwischen mit Krypto und mit der Blockchain. Und man weiß auch inzwischen, dass eine Blockchain nie gefälscht werden kann. Na klar kann ich heute irgendwelche Zahlen darstellen, aber ich kann das nachverfolgen. Ja? So, und da sehe ich eben hier diesen Trade, den ich euch vorhin gezeigt habe, USDC, E mit WET. Und ich habe hier einen Profit von, das ist minimal, weil es eben 0,1% war. So, 0,01 sogar. Also, das ist nur zum Trading machen. Das ist natürlich ein ganz anderer Wert, der dann dahinter steht, erst recht, wenn ich 150.000 habe. Da kann sich jeder einfach schon im Vorfeld ausrechnen. Okay. Hier nochmal ein Live-Trading ist momentan äußerst schwierig. Ich hatte mir vorgestellt und ich weiß auch, es gibt eine Menge andere Webinare und die machen das. Und ja, ich sage es einfach mal so. Ich sehe es doch, wie die lieben Kollegen da rumackern, um mal so einen Trade zustande zu bringen. Es wird gearbeitet an dem Ganzen. Wir befinden uns in der Beta-Phase. Deswegen habe ich es hier mit Folien gemacht. Ja, die Bedingungen, die ändern sich ständig. Ja, es wird ein Handelspaar mit geringer Erfolgsquote angezeigt. Das mache ich natürlich nicht. Ja, bitte nicht weiter drehen. Also tue ich diesen Trade, auch wenn er grün da steht, aber mit 0,5% mache ich nicht. Also nächste Trade her. Und das dauert natürlich. Deswegen diese Zeitangaben ganz am Anfang mit Vorsicht genießen. So, also es gibt nichts mit negativen Trade.
ja, dann kann der Trade nicht durchgeführt werden. So, ich werde ein Video mit Live-Trading aufnehmen. Ich hoffe, dass ich das heute Abend nochmal machen kann. Momentan ist die Plattform wieder down, also ich kann nicht zugreifen. Vielleicht kommt sie heute Abend wieder oder morgen. Mich stört das nicht, weil ich genau weiß, im Hintergrund wird daran gearbeitet zu unserem Nutzen. Ja. So, dann habe ich hier drunter mich noch einmal sehr aus dem Fenster gelehnt. Ich werde ein Live-Trading anbieten. Das heißt, es kann jeder nachtreten. Ich stelle mir das so vor. Ich biete an, 10 Uhr habe ich einen Link, Zoom-Link. Dort linke ich mich ein, dort trete ich, was ich sonst auch machen würde. Aber ich trete eben, im Hintergrund läuft Zoom und jeder, der sich mit eingeloggt hat bei Zoom, sieht, was macht er schon oder welchen Trade macht er. Ich werde natürlich hier dann nicht so viel reden wie heute hier, weil ich hier ein Webinar mache, sondern ich mache ein Brummel vielleicht ein bisschen vor mich hin, meine Trades, so wie die ich machen würde, wenn ich treten würde. Da rede ich ja auch nicht. Da gucke ich auf meinen Bildschirm, suche mir mein Währungspaar raus, ja, lege das Trading-Volumen fest und klicke dann auf Los geht's. So, und dann sehe ich unten, aha, 1,2, dann drücke ich drauf und schon geht der Trade in Ordnung und in meinem MetaMask steht der Betrag, den ich positiv ertradet habe. Ja, das sind natürlich jetzt, ich sage mal, 50 Cent oder ein Dollar. Es ist natürlich dann das Hundertfache. Wenn ich mit 150, kann jeder einfach nachrechnen. Wenn ich dann mit 150 trade, ist das das Hundertfache. Wenn ich einen Dollar ertradet habe, jetzt in der Übung, und ich mache das dann scharf, dann sind es einfach mal 100. Das muss man wissen. Ja. So, aber wie gesagt, das ist eine Vision, die ich mache, dass ich das zur Verfügung stelle und jeder entscheidet, ob er nachtreten möchte oder nicht. So, und damit bin ich eigentlich schon am Ende meines Webinars und ich werde hier an dieser Stelle die Aufzeichnung stoppen.